Meine sehr verehrten Damen und Herren Stadträte, bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. Sehr verehrte Stadträte, sehr verehrte Gäste, ich begrüße Sie zur Sitzung des Stadtrates im Bürgersaal. Es ist die 38. Sitzung. Ich stelle die ordnungsgemäße Einberufung fest zur heutigen Sitzung. Und es sind 36 Stadträte bisher erschienen. Damit ist die Beschlussfähigkeit erreicht. Entschuldigt haben sich die Stadträte Herr Hillert, Herr Müller, Herr Siegel, Frau Stadträtin Brandl, Herr Stadtrat Schuch, Frau Stadträtin Teichert, Herr Stadtrat Juraschka und Herr Stadtrat Zehe. Vor Eintritt in die Tagesordnung bitte ich, die geltenden Regeln noch mal verlesen zu dürfen. Sehr geehrte Damen und Herren, die Regeln wurden vor einiger Zeit festgelegt und sie gelten für alle Stadtratssitzungen und auch noch erweiternd Einwohnerversammlungen, aber heute sind wir zur Stadtratssitzung. Erstens, Bild, Film, Video und Tonaufnahmen aller Art sind generell nicht gestattet, außer hier im Saalbereich, den ich der Presse für die Stadtratssitzung zugewiesen habe. Zweitens, für das Rathaus insgesamt gilt, es dürfen keine lärmproduzierenden Gegenstände benutzt werden. Transparente Plakate und Banner sind nicht erlaubt. Das Zeigen von politischen Aussagen, beispielsweise auf Kleidungsstücken, ist nicht gestattet. Flugblätter dürfen im Rathaus nicht verteilt oder ausgelegt werden. Eine Störung der Sitzung, insbesondere Zwischenrufe, sind nicht gestattet. Drittens, im Zuschauerbereich des Bürgersaals sind Handys und andere mobile Endgeräte auszuschalten. Diese Regelungen wurden aus gegebenen Anlass angeordnet. Sie dienen insbesondere dazu, den ordnungsgemäßen Sitzungsverlauf zu gewährleisten und für alle, die an dieser Sitzung teilnehmen, gerade auch für die Zuhörer, ein Mindestmaß an Ordnung und Sicherheit herzustellen. Tagesordnungspunkt 1, allgemeine Regularien. Für die Unterzeichnung der Niederschrift bitte ich, dass sich die Frau Stadträtin Pfau und Herr Stadtrat Lutz Reinhold bereithalten. Ist das möglich? Dankeschön. Dann möchte ich auf das Mitwirkungsverbot gemäß § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung verweisen. Bitte prüfen Sie anhand der Tagesordnung, ob bei Ihnen Befangenheitsgründe oder Ausschlussgründe vorliegen. Und vor Eintritt in den Tagesordnungspunkt bitte ich, das bekannt zu geben. Die Tagesordnungspunkte 4.3 und kein Glyphosat in unserer Stadt für eine glyphosatfreie Zone und 4.5 Auslaufen des Einsatzes von Herbiziden mit dem Wirkstoff Glyphosat in der Stadt Zwickau werden von der heutigen Tagesordnung abgesetzt. Die beiden Einreicher, also sind die Linke und die Fraktion BFZ Grüne, haben sich auf einen gemeinsamen Antrag verständigt und dieser wird dann in zweiter Lesung Wirtschafts-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss im April vorberaten. Der Tagesordnungspunkt Umsetzung Handlungskonzept Wirtschaft 2025, hier gibt es einen Austauschantrag, der mit finanziellen Auswirkungen verbunden ist, deshalb in den Finanzausschuss, im Finanzausschuss vorberaten wird und dann nochmal im Wirtschafts- und Stadtentwicklungsausschuss, um dann wieder hier im Stadtrat behandelt zu werden. Gibt es Ihrerseits Einwände, Anträge zur Tagesordnung? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 2, Anfragen der Stadträte. Bitte als erstes Herrn Stadtrat Siegel seine Fragen zu stellen. Frau Luther, für den Stadtrat Siegel würde ich diese Frage stellen. Genehm, bitte.
Die Anwohner und Gewerbetreibenden der Bahnhofsvorstadt freuen sich über den neu ausgebauten Parkplatz an der Spiegelstraße. Die anliegenden Gewerbetreibenden in der Bahnhofsvorstadt, besonders in der Spiegelstraße, würden es begrüßen, wenn ein Teil der Parkflächen für zeitlich begrenztes Parken, zum Beispiel 2 Stunden, ausgeschildert würde. Es würde den Kunden die Suche nach Parkplätzen ersparen. Deshalb stellt Herr Siegel die Frage: Ist es in absehbarer Zeit möglich, einen Teil der Parkplätze, zum Beispiel die direkt an der Spiegelstraße liegenden, für zeitlich begrenztes Parken 2 Stunden auszuweisen? Herr Bürgermeister Mayer, bitte. Sehr geehrte Frau Lutter, zur Stadtratssitzung im April wird die Verwaltung eine Änderung der Parkgebührenordnung als Beschlussvorlage einbringen. Den von Ihnen genannten Gegenstand wird auch Bestandteil dieser neuen Parkgebührenordnung sein. Und es wäre dann durchaus möglich, egal wie man entscheidet, dass wir noch im Monat Juni zu einer entsprechenden Änderung kommen könnten. Die nächste Frage vom Herrn Itzek, bitte. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, werte Damen und Herren, wir bitten hiermit um ausreichende Erklärung und Vorlage der Rechtsgrundlage und deren Grundlage, sprich die Baugenehmigung und die darauffolgende Eröffnung der TK-Max-Filiale im Zwickauer Glückaufsender, Schneeberger Straße 100, von ca. 1600 Quadratmeter erfolgen konnte und erfolgt ist. Im Weiteren bitten wir auch um im selbigen Sender um Auskunft genau gegenüber liegend der TK-Max-Filiale ist nach Verkleinerung des damalig dort vorhandenen Asia-Imbiss eine weitere Handelseinrichtung entstanden, also sprich ein Textilgeschäft. Diese Daten werden unsererseits benötigt, da sich die Umsatzzahlen insbesondere im Textilbereich in der Innenstadt von Zwickau bei einigen Händlern massiv verschlechtern. Und, wie letztens erst durch die Presse bekannt gegeben, zum Beispiel jetzt Ende April in diesem Jahr, selbst die Filiale von dem spanischen Bekleidungshersteller in der inneren Plauenschen Straße schließt. Die Frage hat den Hintergrund, weil es war ja ursprünglich mal ein Markt für Elektronik, Elektronikfachmarkt. Und jetzt entstehen halt in diesen ehemaligen Märkten, wir hatten sowas auch letztens erst in der Debatte für diese Poco Domäne-Filiale, 100%ig innenstadthandelsrelevante Sortimente. Und da wollten wir gern wissen, ob dies durch die damalig genehmigte Baugenehmigung gedeckt ist. Wir bitten um mündliche und schriftliche Beantwortung. Dankeschön. Frau Bürgermeisterin Köhler, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Stadtrat Itzek, das Baurecht für unser Glückaufsender basiert auf einem Bebauungsplan, den der Stadtrat 1996 beschlossen hat. Der Abwägungs- und Satzungsbeschluss wurde im Stadtrat getroffen. Der Bebauungsplan wurde 1997 von der Landesdirektion genehmigt. Er enthält 16.000 Quadratmeter Verkaufsfläche, die dort festgesetzt sind, und dann nur die Festsetzung 7.000 Quadratmeter für den sogenannten Non-Food-Bereich. Es ist also in diesem Bereich keine weitere Festsetzung, was darunter fällt, zum Beispiel Elektro zulässig, Bekleidung nicht. So eine Regelung ist dort nicht getroffen worden, wie es die Ämter mitgeteilt haben. Die derzeitige Bestandsübersicht, was ist in Planung, was ist zulässig,
an Verkaufsfläche und an Verkaufsfläche für Non-Food-Bereiche können Sie auch gern beim Amtsleiter des Bauordnungsamtes einsehen. Wenn Sie von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch machen wollen, können Sie sich auch gern bei mir melden, welche Unterlagen Sie noch benötigen. Sie, sowie die anderen Stadträte, möchte ich auch noch in Kenntnis davon setzen, dass sich auch eine andere Entwicklung im benachbarten Areal abgezeichnet hat, also hin zu einem Bereich, der durchaus dort auch von Ihnen hier als machbar gesehen wird. Das ehemalige Fashion Outlet Center verwandelt sich in eine ortsansässige Bäckerei mit Kaffee. Also auch diese Möglichkeit und diese Nutzung gibt es am Markt in Zwickau. Und zur anderen Frage, Herr Itzek, also entweder Sie würden noch mal im Beordnungsamt oder geben mir eine Information. Danke, Frau Bürgermeisterin Köhler. Und jetzt bitte ich Herrn Stadtrat Rudolph, seine Frage zu stellen. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren, der neue Kanzleramtschef Braun hat kürzlich in einem Interview eine deutliche Änderung der Breitbandförderung bekannt gegeben. Wörtlich sagte er, wir fördern in Zukunft nur noch Glasfaser. Die Sorge, dass wir Kupferkabel fördern, dass wir Vectoring finanzieren mit staatlichen Mitteln, das tun wir nicht. Und weiter, ja, das ist jetzt eine neue Förderstrategie, auf alter Technologiebasis weiterzuarbeiten, das halten wir nicht für richtig. In dem Zusammenhang frage ich, ist diese Änderung der Förderstrategie in der Stadtverwaltung Zwickau schon bekannt und erfahren die angegangenen Projekte in der Stadt dadurch ein Upgrade? Sehr geehrter Herr Stadtrat Rudolph, die avisierte neue Herangehensweise in der Breitbandförderung ist uns selbstverständlich bekannt. Derzeitig läuft durch die Stadt Zwickau das Verfahren zur Ausschreibung, Förderung von Aufbau und Betrieb von NGA Breitbandinfrastrukturen zur Erschließung von unterversorgten Gebieten der Stadt Zwickau auf Basis des Wirtschaftlichkeitslückenmodells. Die Frist zur Abgabe der von den beteiligten Telekommunikationsanbietern abgeforderten indikativen Angebote endet am 20. April. Konkrete Aussagen über die vom bietenden Unternehmen angebotenen Technologien sind also noch nicht vorliegend und werden gleichzeitig Thema des sich anschließenden Verhandlungsverfahrens sein. Im Nachgang werden dann die bereits gestellten und vorläufig beschiedenen Fördermittelanträge zu präzisieren und nach entsprechender Prüfung durch den Fördermittelgeber endgültig zu bescheiden sein. Die Stadt Zwickau wird im Rahmen der förderrechtlichen und vergaberechtlichen Möglichkeiten im Ausschreibungsergebnis auf eine FTTB-Technologie als Erschließungsziel bestehen. Als nächstes bitte ich Herrn Stadtrat Wolf um seine Frage. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, ich beziehe mich in meiner Frage auf einen Artikel der Freien Presse vom 12.03.18, der lautet: Demonstration, Kurden ziehen durch Zwickau. Zwickau. In der Region Zwickau lebende Kurden haben gestern Nachmittag in der Zwickauer Innenstadt demonstriert. Mit transparenten Flaggen und bedruckten T-Shirts fordern die etwa 120 Teilnehmer in ihrer Landessprache Freiheit für den inhaftierten PKK-Chef Abdül Öcalan. Zudem verlangten sie den Rücktritt des türkischen Präsidenten in freie Wahlen unter Beteiligung der PKK, die ja bekanntlich verboten ist. Im Führungs- und Lagezentrum der Zwickauer Polizei war keine Anmeldung für die Veranstaltung bekannt. Im Landratsamt als Genehmigungsbehörde am Sonntag niemand erreichbar. Nach etwa einer Stunde löste sich die Kundgebung friedlich wieder auf. Bezug nehmend auf diesen Artikel hätten wir folgende Frage: War diese Demonstration angemeldet und genehmigt? Wenn nicht, warum schritten weder Polizei noch Ordnungskräfte der Stadt Zwickau dagegen ein? Und welche Verfahrensweise ist bei ungenehmigten Demonstrationen in der Stadt Zwickau vorgesehen und anzuwenden? Danke. Herr Bürgermeister Mayer, bitte. Sehr geehrter Herr Stadtrat Wolf, bei dieser Demonstration handelt es sich um einen
Aufzug unter freiem Himmel. Dieser fällt unter das Grundrecht der Versammlungsfreiheit aus Artikel 23 der Verfassung des Freistaates und ist nicht genehmigungspflichtig. So sind nun mal die Termini. Der Veranstalter ist jedoch grundsätzlich verpflichtet, die Versammlung bis 48 Stunden vor Beginn der Versammlungsbehörde anzuzeigen, was vorliegend nicht erfolgt ist. Nach den Feststellungen des Polizeireviers Zwickau erfolgte die Bekanntgabe der Versammlung erst mit deren Beginn, sodass es sich um eine Spontanversammlung handelte, für welche gemäß § 14 Absatz 4 des Sächsischen Versammlungsgesetzes keine Anzeigepflicht besteht. Für den Vollzug des Sächsischen Versammlungsgesetzes ist der Landkreis Zwickau als Versammlungsbehörde zuständig. Ist dieser, wie Sie ja der Pressemitteilung entnommen haben, nicht oder nicht rechtzeitig erreichbar, kann der Polizeivollzugsdienst in Eilzuständigkeit für die Versammlungsbehörde tätig werden und die entsprechenden Anordnungen treffen. Gegenüber den anwesenden Bediensteten des Polizeireviers Zwickau wurde ein Versammlungsleiter benannt. Gegenüber diesem wurde im Rahmen der Eilzuständigkeit alle erforderlichen Anordnungen getroffen, um die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Zusammenhang mit der Durchführung der Versammlung zu gewährleisten. Weitergehende Maßnahmen der Polizei waren nicht erforderlich. Eine sachliche Zuständigkeit der Stadt Zwickau in Bezug auf den Vollzug der Vorschriften des Versammlungsrechts ist nicht gegeben, weshalb ein Einschreiten städtischer Vollzugskräfte ausgeschlossen ist. Nachfrage, Herr Wolf. Herr Mayer, habe ich das richtig verstanden? Also eine spontane Aktion mit 120 Mann ist nicht in irgendeiner Form vorzubereiten oder anzumelden? Wenn Sie das so verstanden haben, ist das völlig korrekt. Das ist analog eines sogenannten Flashmobs. Okay, bin ich dankbar für den Hinweis. Die nächste Frage bitte von Frau Brückner. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, werte Kollegen, am 8.3.2018 fand ein Symposium zu Frauenpersönlichkeiten der Stadt Zwickau hier im Rathaussaal statt. Mit Fachwissen von Historikern, von Familienangehörigen und von Schülern und Studenten, die in Forschungsprojekten den Leistungen der Frauen näher gekommen sind, wurde deutlich, was diese Persönlichkeiten für Zwickau und darüber hinaus geleistet haben. Uns interessiert jetzt, wie geht man mit den Ergebnissen dieser Veranstaltung um? Was wird nachhaltig getan? Dazu bitte ich um mündliche und schriftliche Antwort. Sehr geehrte Frau Stadträtin Brückner, die einzelnen Beiträge zu den Zwickauer Frauenpersönlichkeiten und die darin vorgestellten Forschungsergebnisse werden in einer Tagungsbroschüre zusammengefasst und veröffentlicht. Derzeit erfolgt durch die jeweiligen Referenten und Referentinnen die Erarbeitung der schriftlichen Version. Erscheinen wird die Tagungsbroschüre im gleichen Titel wie die Tagung Muldenperlen Zwickauer Frauengeschichten, voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte und wird kostenlos zur Verfügung gestellt. Bereits zur Tagung haben einige Referentinnen und Referenten geäußert, Leben und Wirken ihrer Frauenpersönlichkeit weiter erforschen zu wollen, um den Wert dieser Frauen stärker in die Öffentlichkeit zu bringen und ihren Anteil an der Stadtgeschichte hervorzuheben. Insbesondere das Wirken Bertha von Greutschs als Stifterin der Kirche auf die Zwickaus erste schriftliche Erwähnung zurückgeht, wird durch die Referentin in der kommenden Zeit tiefgründiger geforscht. Zudem wird ihre stadtgeschichtliche Bedeutung durch den Landesfrauenrat Sachsen dahingehend gewürdigt, dass sie 2018 ausgewählt wurde, mit einem Frauenort Sachsen in unserer Stadt geehrt zu werden. Entsprechend der Vorplanungen mit dem Landesfrauenrat wird die offizielle Einweihung des Frauenortes Sachsen für Bertha von Greutsch im August mit einer festlichen Veranstaltung stattfinden. In diesem und im Zusammenhang mit den offiziellen Jubiläumsfeierlichkeiten wird intern derzeit geprüft, in welcher Form weitere Zwickauer Frauenpersönlichkeit eine Würdigung erfahren sollen.
Als nächstes nochmal Frau Brückner zu Ihrer zweiten Frage. In der Haushaltsdiskussion war es der Fraktion Die Linke neben anderen wichtig, dass das beitragsfreie Vorschuljahr realisiert werden kann. Wie ist der Sachstand dazu? Herr Bürgermeister Mayer, bitte. Sehr geehrte Frau Brückner, zur nächsten Ratssitzung im April wird die für das beitragsfreie Vorschuljahr notwendige Änderung der Beitrags- und Benutzungssatzung für die Kindertageseinrichtung der Stadt Zwickau auf die Tagesordnung gesetzt. Die Frau Stadträtin Luther, bitte jetzt mit Ihrer eigenen Anfrage. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Stadträtinnen und Stadträte, in den Medien war in letzter Zeit mehrfach zu hören, dass in einigen Kommunen auch aufgrund des Zustroms von Flüchtlingen und Asylsuchenden, aber nicht nur, die vorhandenen Kapazitäten an Kindertagesstätten und Schulen nicht mehr ausreichen. Deswegen meine zwei Fragen. Gibt es in der Stadt Zwickau aktuell und auch in den nächsten Jahren unter Einbeziehung zum Beispiel der Geburtsdaten ausreichend Kita-Plätze und Möglichkeiten der Beschulung? Und zweitens, sind, sofern ein Mehrbedarf auch in absehbarer Zeit besteht, entsprechende Neubauten oder in sanierungsbedürftigen Einrichtungen Neubau mit Erweiterungsbaumaßnahmen geplant? Ich hätte gern eine mündliche und schriftliche Beantwortung. Herr Bürgermeister Mayer, bitte. Sehr geehrte Frau Luther, fast genau vor einem halben Jahr hat Ihr Kollege Herr Donner eine ähnliche Anfrage gestellt. Die Antwort war damals sehr umfangreich, sie ist auch heute sehr umfangreich. Ich weiß, dass wir uns intern mal verständigt hätten. Ich würde eigentlich noch mal auf Tendenzen eingehen und Veränderungen, die sich seit diesem Zeitraum ergeben haben. Und ansonsten die vierseitige, umfassende schriftliche Beantwortung Ihnen zuleiten. Einverstanden? Gut. Zu den Tendenzen, zu Ihrer ersten Frage. Das, was wir im September zu den vorhandenen Entwicklungen der Kinder, Schüler und Betreuungszahlen dargestellt haben, hat sich bis heute bewahrheitet. Es gibt kleinere, betone ich jetzt mal kleinere Abweichungen. Die aktuellsten Zahlen liegen uns in etwa Anfang April vor. Sie wissen, die kommen nicht von uns. Aber die Tendenz ist nach wie vor vorhanden. Das heißt, wir haben im Bereich der Kitas Handlungsschwerpunkte nach wie vor in den Stadtteilen Grossen, Oberhundorf und Marienthal. Aktuell, und das möchte ich präzisieren, haben Sie natürlich mit dem beschlossenen Haushalt weitere Weichen gestellt, um diese Ausrichtung auch umsetzen zu können. Sie haben heute alleine noch auf der Tagesordnung zwei Vorlagen zu entscheiden, insbesondere die sich natürlich mit den Problemen aktuell beschäftigen und Entwicklungen hier realisieren könnten. Fest steht mittlerweile im Sinne mit der Beschlussfassung des Haushaltes für das Jahr 2019 und mittelfristige Planung. Wir gehen mit dem Ersatzneubau Kita Marienhof voran. Fertigstellung ist für das Jahr 2020 geplant. Beschlossen ist die Sanierung Kita Wassertröpfchen mit der Fertigstellung im Jahr 2021. Die Teilsanierung des Hortes Wichtelhaus, Fertigstellung geplant 2019. Neubau Hort Bebelschule, Fertigstellung 2019 und Neubau Hort Grundschule Grossen, heute Vorlage siehe, ebenfalls Fertigstellung 2019. Ähnliche Tendenzen bei der Problematik Schulen. Grundtendenz, leichtes Anwachsen der Schülerzahlen in den Oberschulen, Grundschulen gehen wir davon aus, dass wir den Bedarf in den nächsten 3 bis 4 Jahren mit dem vorhandenen Bestand decken können. Problem für uns, und das hatten wir bereits im September dargestellt, hat sich auch bestätigt, wird der Bereich der Oberschulen sein, sodass wir nach wie vor davon ausgehen, eingeordnet auch in den Haushalt, dass sich der Neubau einer zweizügigen Oberschule in Eggersbach wahrscheinlich notwendig macht. Auch hier nochmal präzisiert unter der Maßgabe der Beschlüsse Ihrerseits aus dem Haushalt.
An konkreten Maßnahmen in diesem Segment ist vorgesehen die Sanierung der August-Bebel-Schule mit der Förderstellung im Jahr 2021, der Grundschule Grossen, siehe Vorlage heute, ebenfalls im Jahr 2021, die Sanierung der Adam-Riesch-Schule 2022, die Gesamtsanierung der Futschig-Oberschule noch in diesem Jahr, bringt für insgesamt natürlich eine relativ hohe Entlastung, sie ist wieder voll benutzbar. Der Neubau Oberschule Eckersbach 2021, der Ersatzneubau der Sprachheilschule Anne Frank im Jahr 2019 und zurückkommend auf die Vorlage Sanierung auch der Schule in Mosel im Jahr 2021. Kapazitätsengpässe sind da. Ich will es nochmal sagen, für den Bereich der Grundschulen glauben wir in den nächsten Jahren ausgestattet zu sein. Für den Bereich der Oberschulen sieht es etwas komplizierter aus. Belastbare Zahlen, will ich abschließend sagen, werden wir wahrscheinlich erst in den nächsten Wochen dann erhalten. Die Detailzahlen teile ich Ihnen natürlich dann mit. Danke, Herr Bürgermeister Mayer. Und eine Frage noch vom Herrn Stadtrat Reinhold, bitte, die ebenfalls Herr Mayer beantworten wird. Ja, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Damen und Herren. Nach dem Drittligaspiel FSV Zwickau gegen den FC Hansa Rostock am 7. März kam es zu erheblichen Verzögerungen beim Abverkehr. So dauerte eine Fahrt vom Parkplatz 1 über die Sternenstraße bis hin zur Talstraße ca. 30 Minuten. Da ergibt sich die Frage, ist das Verkehrsgutachten der IVAS Dresden für das Stadion vom November 2011 entsprechend umgesetzt? Wenn ja, wird es ständig fortgeschrieben und somit verbessert? Und zweiter Teil, nach dem Spiel fuhr auch die Berufsfeuerwehr der Stadt Zwickau ohne Sondersignal mit einiger Technik Richtung Stadion. Zweite Frage, stimmt es, dass die Berufsfeuerwehr der Stadt Zwickau für den Auf- und Abbau von Absperrgerät zur Absicherung von Fußballspielen verantwortlich ist? Wenn ja, wie viele Helfer sind für diesen Zeitraum dort gebunden? Ich könnte mich jetzt einfach zurückziehen, kann sagen, die Anfrage ist nicht zeitlich eingeordnet. Das werde ich auch tun, weil ich nicht der Mensch bin, der Ihnen da halbfertige Antworten geben wird. Das eine könnte ich relativ locker machen. Ich bin persönlich sehr oft bei Heimspielen im Stadion. Ich will mal sagen, wenn 3, 4, 5, 6.000 Besucher unseren FSV besuchen, dann ist das mittlerweile, sage ich bewusst, Normalität und hat eigentlich mit dem Verkehrskonzept wenig zu tun, aber Sie bekommen die Antwort schriftlich und den zweiten Teil kann ich Ihnen im Augenblick geben, weil ich überhaupt keine Aussage geben, Sie bekommen das schriftlich innerhalb der Frist. Ja, und mündlich wäre zur nächsten Ratssitzung wäre schön. Es ist halt wirklich nach so einem Spiel Erfolg gegen so eine Mannschaft und dann stressen die Leute sich in ihren Autos, es ist einfach nicht schön. Wir sind froh, wenn wir die Bude da draußen voll haben. Ja, und dann, dass er sagen soll, ist nicht besonders schön. Danke. Randbemerkung, es gibt einen perfekt organisierten ÖPNV mittels Straßenbahn. Danke für die Randbemerkung. Herr Itzek. Ich hätte noch eine Frage. Vielen Dank für die Beantwortung, weil ich hatte im Finanzausschuss vom 6.3. mit Weiterleitung an Sie aus einem Presseartikel und dort einer Lesermeinung bezüglich unserer Parkraumproblematik angefragt. Ich habe die Antwort jetzt vorliegen, aber ich hatte in meinem Anschreiben Sie darum gebeten, das in der Öffentlichkeit auch kundzutun und würde deshalb jetzt anfragen, ob das jetzt geplant ist, dass Sie darauf auch öffentlich antworten würden. Ja, werde ich tun, habe ich auch hier liegen. Sehr geehrter Herr Itzek, Sie hatten im letzten Finanzausschuss auf einen Presseartikel vom 6. März 2018 bezogen und gefragt, ob die Aussage des Lesers stimmt, dass Herr Mayer in seiner Funktion als Finanzbürgermeister der Stadt Zwickau eine Aufwandspauschale gleich welcher Art für die Bearbeitung seiner im Dezernat anfallenden Aufgaben bekommt. Die Antwort, Herr Bürgermeister Mayer erhält keine Dienstaufwandsentschädigung für die Bearbeitung seiner im Dezernat anfallenden Aufgaben. Das
So, das waren jetzt die Fragen, die vorlagen. Heute haben wir noch Zeit. Ich sehe schon einige Wortmeldungen noch. Ich will nur darauf hinweisen, dass wir nach der Fragestunde der Stadträte in eine Pause eintreten. Es war von allen Fraktionen der Wunsch, dass wir Pausenversorgung anbieten. Das werden wir also heute wieder umsetzen, diese Bitte oder dieser Bitte entsprechen. Und deshalb will ich Ihnen genügend Zeit lassen, um die neue Pausenverpflegung, also auch mit einem neuen Anbieter, zu probieren. So, ich habe jetzt Wortmeldung vom Herrn Fäustle, vom Herrn Strunz, von Herrn Wühl, von Herrn Heinzig. So, nicht, Herrn Otto, gut. Habe ich jetzt jemanden übersehen? Und Dr. Schick. Herr Dr. Schick, bitte. Also eine ganz einfache Geschichte. Von einem Grossener Bürger habe ich gestern erfahren, dass mit dem Wegfall der DHL-Paketstation, die es dort noch gab, auch die letzte Auszahlmöglichkeit für Bargeld in Grossen wohl wegfällt. Ich kann mich erinnern, damals, als die Sparkasse die Filiale geschlossen hat, gab es ja die Zusage, dass eine Auszahlstelle in Grossen gerade für ältere Leute bestehen bleibt. Das war erst bei Hermes, dann bei DHL. Jetzt meine Frage, ist mittlerweile ein Ersatz gefunden, dass jemand in Grossen auch dort noch Bargeld bekommen kann? Denn es tritt wahrscheinlich für einige dann auch der Effekt ein, dass die zwar in Grossen mobile Händler dort auch anfahren. Es gibt dort auch einen Kiosk, wo man sich versorgen kann. Es gibt dort auch eine Bäckerei. Aber wer dann eben Bargeld braucht, muss dann erst irgendwie in die Stadt kommen, um Geld zu holen, um dann dort vor Ort einkaufen zu können. Also meine Frage, ist es der Stadt bekannt und werden Bemühungen unternommen, dafür Sorge zu tragen, dass man auch vor Ort eventuell noch in gewissem Umfang Bargeld erhalten kann? Also mir ist bekannt, dass es dort die von Ihnen beschriebenen Schwierigkeiten gibt, also dass wenn immer wieder jemand Neues gefunden hat, der Geld auszahlt und der dann aber wieder Grossen mit seinem Gewerbe verlassen hat. Ich weiß auch, dass die Sparkasse dran ist, dort mit jemandem noch zu sprechen. Ich kenne aber den aktuellen Stand nicht und würde Ihnen das gerne schriftlich mitteilen. Herr Fäustle. Sehr geehrte Frau Dr. Finder, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, auf dem Gelände des ehemaligen RAW-Geländes befindet sich ein historischer, denkmalgeschützter Wasserturm. Der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement schreibt aus, diesen Wasserturm zu demontieren. Der soll dann an anderer Stelle wieder aufgebaut werden. Und deswegen meine Frage, ist Ihnen bekannt, wo der wieder aufgebaut werden soll? Und zweiter Teil der Frage, wenn der Standort nicht in Zwickau ist, gibt es die Möglichkeit, mit dem Ministerium noch in Kontakt zu treten, um zu prüfen, ob der Wasserturm Zwickau an anderer Stelle erhalten bleiben könnte? Ich denke da zum Beispiel an die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes. Dort würde der Wasserturm, wenn er dort stehen würde, allen Zwickauer Bürgern zur Verfügung stehen, um ihn anzusehen als Kulturdenkmal. Und deswegen eben die Frage der Prüfung, gibt es noch Möglichkeiten, ihn für Zwickau zu halten? Sehr geehrter Herr Fäustle, das werden wir Ihnen dann schriftlich beantworten. Gut. Herr Strunz. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, nach dem letzten großen Sturm in Zwickau kam es zu Schäden an den leerstehenden ehemaligen Gebäude der Bielschule im Stadtteil Planitz. Aus dem Grund ist aktuell eine Sicherungsmaßnahme an dem Gebäude, es ist teilweise eingerüstet und wird gegen herabfallende Gebäudeteile gesichert. Nach meinen Informationen ist im Hinblick auf die Sicherungsmaßnahmen auch der Denkmalschutz einbezogen. Hinter der Bierschule befindet sich bekannterweise die Dr. Martin-Luther-Schule, die nur über eine sehr schmale Zufahrt direkt neben der Bierschule passierbar ist. Durch die Sicherungsmaßnahmen ist derzeit die Hälfte der Zufahrt gesperrt, wodurch für Fahrzeuge dort keine Möglichkeit der Durchfahrt existiert. Zum Beispiel die Essenanlieferung etc. ist so nicht möglich. Vielmehr besorgt mich allerdings, dass es keinen ausreichenden Flucht- und Rettungsweg meiner Meinung nach gibt für Schüler und Lehrer der Dr. Martin-Luther-Schule. Deswegen zwei Fragen dazu. Wann ist die Sicherungsmaßnahme abgeschlossen und damit die einzige Zufahrt zur Luther-Schule wieder passierbar? Und wie werden solange die Flucht- und Rettungswege sichergestellt?
Und zweitens, ist der Abriss der leerstehenden Bierschule aufgrund der vom Gebäude für die Schüler ausgehenden Sicherheitsrisiken möglich oder gibt es andere Nutzungs- und Sanierungspläne? Ich bitte um schriftliche und mündliche Beantwortung. Also die mündliche Beantwortung können wir dann erst in der nächsten Stadtratssitzung machen, weil wir das jetzt aktuell nicht können. Vielleicht so viel, was jetzt nicht Ihre Fragestellung betrifft, aber wenn vor 10 Jahren oder vielleicht auch vor 5 Jahren die Lutherschule sich hätte entscheiden können, sich in der alten Bierschule zu etablieren, wäre uns auch geholfen gewesen, aber das ist wäre, wenn hätte. Aber Ihre Fragen bekommen Sie beantwortet und dann in der nächsten Stadtratssitzung mündlich. Herr Bühl, bitte. Ja, Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe 2 Anfragen zu den Handlungsempfehlungen des Akteneinsichtsausschusses Gewandhaus. Mir liegen Informationen vor, dass es am 5.2.2018 ein Vergleichsgespräch zwischen der Stadt Zwickau und dem Atelier ST im Beisein von Frau Köhler, Herrn Kaufmann, Frau Schellenberg-Taut, Herrn Taut und deren Rechtsanwälten gab. Ergebnis dieses Gespräches soll wohl sein, dass das Atelier ST bezüglich ihrer Forderungen im Sinne einer einvernehmlichen außergerichtlichen Lösung teilweise der Stadt entgegenkommt, ihren ersten Schlussrechnungsentwurf als Basis der Vergleichsverhandlungen entsprechend überarbeitet und die Schlussrechnung so gestellt hat. Von Frau Köhler und Herrn Kaufmann soll zugesagt worden sein, dass diese Schlussrechnung dann abschließend bis 13.04.2018 geprüft wird. Kurzfristig, also 30 Tage nach Rechnungseingang, sollten wohl mindestens die fälligen, unstrittigen und nachweislich erbrachten Leistungen, die bis zum Tag der Kündigung erbracht wurden, von der Stadt Zwickau überwiesen werden. Bis heute sollen jedoch nur rund 10% des Schlussrechnungsbetrages, also ein geringer Bruchteil, bei ST eingegangen sein. Können Sie das bestätigen? Wenn ja, erläutern Sie bitte, wie es dazu kam. Persönliche Anmerkung: Vor diesem Hintergrund sehe ich die Gefahr, dass die Vergleichsverhandlungen von Atelier ST als gescheitert erklärt werden könnten und ein Gerichtsverfahren unvermeidlich ist. Zweite Frage: Nach meinen Informationen soll das Büro Hertrampf auch aus dem Bericht des Akteneinsichtsausschusses bekannt mit der Prüfung der Schlussrechnung des Atelier ST beauftragt worden sein. Können Sie das bestätigen? Wenn ja, bitte ich um Erläuterung, wieso hier ein weiterer Auftrag an das Büro, zu dem es die Handlungsempfehlung des Akteneinsichtsausschusses gibt, diesen zu kündigen, vergeben wurde. Ich bitte um mündliche zur nächsten und schriftliche so schnell wie möglich. Danke. Frau Köhler würde jetzt schon Stellung nehmen. Bitte, Frau Köhler. Ja, sehr geehrter Herr Wöhl, sehr geehrte Mitglieder des Stadtrates, ich denke auch, die öffentliche Stadtratssitzung ist wieder ein Moment, was dazu beitragen kann, Vergleichsverhandlungen nicht zum Erfolg zu führen. Ich denke, wir werden uns hier alle in der Form miteinander austauschen, um das zu gewährleisten. Wir haben dem Büro Atelier ST im Gespräch, das Herr Wöhl zitiert hat, die Überweisung eines 5-stelligen Betrages zugesagt in einer Frist bis zum 9. März. Dies war also möglich, dass wir diesen Betrag unter Vorbehalt überweisen. Ich bin mit der Überweisung, die fristgemäß eingegangen ist, mit 4.000 Euro darunter geblieben. Auch Herr Kaufmann, der am Gespräch teilgenommen hat, hat also auch genau diese Summe, es handelte sich um rund 70.000 Euro, bestätigt. Auch er hat dies so als Vorschlag der gegnerischen Anwältin aufgenommen, um uns anzunähern. Wir wollen uns und von der Seite Sebastian Taut und Rechtsanwältin Neumann wird bisher auch an diesem Termin festgehalten, am 13. April ein weiteres Mal treffen und dann eben auch das Thema der Prüfung der Schlussrechnung in den Mittelpunkt stellen. Und da wir nun auch die Vergleichsverhandlungen im öffentlichen Teil der Stadtratssitzung behandeln, möchte ich auch hier nochmal
das untermauern und auch, dass Sie dann Ihren Einfluss mit auf die Gegenseite natürlich gern wahrnehmen können, dass es auch diesen Termin am 13.04. gibt und wir gemeinsam in die Richtung der außergerichtlichen Streitbeilegung gehen können. Also schriftliche Antwort kommt dann noch dazu. Herr Otto, bitte. Ja, ich möchte noch mal ein Thema ansprechen, was, denke ich, nach dem vielen Verkehrsstau und den Behinderungen im Verkehr das zweitbedeutendste Thema ist, was die Bürger in Zwickau also schon aufregt, sage ich mal, weil ich werde auch immer wieder angesprochen darauf hin und wir auch nehmen das auch selber wahr, dass also Graffiti in der Stadt massiv zunimmt, in Größen, also man staunt da nur, ne? Also wie viel Farbe da vermatscht wird. Also jetzt habe ich im Holzmann-Tunnel wieder dort also mannshohe Wandverzierungen gesehen am Neumarkt, die Marienthaler Straße rein strotzt nur so von politisch motivierten Schriftzügen, in der Innenstadt am Meistereck und. Also die Liste ist ziemlich lang, wenn man das aufzählen würde. Und es ist wirklich offensichtlich, dass man an der Stelle jetzt mal ins Handeln kommen muss, um auch zu zeigen als Stadt, dass wir das also nicht dauerhaft hinnehmen wollen, weil es wird immer mehr. Das ist wirklich auch nicht schön und das ist einfach auch eine beginnende Verwahrlosung, die, sagen wir mal, die Bürger schon ja, mit Sorgen betrachten. Und ich hatte dazu auch eine Anfrage im Bauausschuss letztens gestellt. Die Antwort ist noch nicht da. Ich trage das auch jetzt nicht noch mal vor, aber mir ist auch in den Sinn gekommen, wir haben ja die Reinigungsaktion jetzt in der Innenstadt vorgehabt oder überhaupt der Frühjahrsputz im gesamten Stadtgebiet. Eine super Sache, ist leider ausgefallen, aber wird ja nachgeholt und vielleicht gibt es ja auch da, sagen wir mal, noch eine Möglichkeit, noch ja, eine spezielle Putzaktion gegen Graffiti, also mit ins Leben zu rufen, dass man mal guckt mit der BFZ oder mit wem auch immer, da auch noch ein besonderes Augenmerk drauf zu legen und deswegen die Frage, ob das also möglich wäre, da sagen wir mal auch ein Zeichen zu setzen gegen Graffiti zu dieser Putzaktion und ob das vielleicht sogar schon geplant ist. Also die Anfrage, die Sie gestellt haben, die ist beantwortet. Oder Sie sind doch immer so schnell online, also ich habe sie schon unterschrieben und die andere, da kriegen Sie eine schriftliche Antwort. Weitere Fragen? Keine weiteren Fragen, damit wird der Tagesordnungspunkt Anfragen geschlossen und wir treten in eine Pause bis 17.15 Uhr. Danke.